Herzlich willkommen in der Tucholsky-Buchhandlung, Uwe Rader. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Die Berlinerinnen und Berliner kennen dich als Taz-Redakteur, als politischen Korrespondenten der Berliner Stadtpolitik. Aber ich habe noch ein zweites Leben. Und du hast noch ein zweites Leben. Und dein zweites Leben hat jetzt dazu geführt, dass du ein Buch über eine brandenburgische Landschaft geschrieben hast. Das Buch heißt Sieh dich um, ein interessanter Titel schon mal von dem Buch. Ein Ja, geheimnisvoller, ein magischer Titel das wirst du uns fast. vielleicht gleich erzählen. Du hast in den rückliegenden Jahren Kulturlandschaften beschrieben, entlang der Flüsse Elbe, Memel und Oder. Und jetzt bist du durch eine sehr spezifische Veränderung in eine neue Region gekommen. Stell uns das Buch doch mal vor. Na, vor allem habe ich europäische Kulturlandschaften beschrieben aus der Vogelperspektive mit diesen Flussbüchern. Und vor einigen Jahren ist mir aufgefallen, dass das so ein Konzept ist, das sich für mich erschöpft hat und dass ich eigentlich auch was Neues machen möchte, dass ich die Geschichten von unten erzählen möchte. Das hätte ein Stadtporträt sein können, eine Biografie. Jetzt ist es die Biografie einer Landschaft, einer sehr kleinen Landschaft im Vergleich von Oder, Memel und Elbe. Die Region, um die es in diesem Buch Sieh dich um geht, reicht von der Spree in Beeskow bis zur Oder in Frankfurt, von Mühlrose bis Lieberose im Süden, also wirklich eine Mikroregion, die es mir aber angetan hat, seitdem ich vor 3 Jahren dort mit meiner Frau hingezogen bin. Sie ist Leiterin des Naturparks Schlaubetal geworden und seitdem sind wir in Grunow ansässig, wenige Kilometer von Siedichum entfernt und meine Frau arbeitet auch in Siedichum. Und wenn du zum ersten Mal zu diesem Ort gehst, das ist ein Forsthaus, das auf einem Bergsporn liegt, unten fließt die Schlaube entlang, dann setzt das bei dir richtig irgendwie so eine Assoziations- und Fantasiekette in Lauf, ein geheimnisvoller Name, bis heute nicht geklärt. Und ja, und da hat mich dann dazu gebracht, mich selbst umzusehen, anzufangen, die Landschaft zu erkunden, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und so ist dieses Buch entstanden. Also eine Einladung, eine Region kennenzulernen. Du bist offensichtlich dort angekommen und sprichst Vor auch allem auch mit diesem eine Ort. Region kennenzulernen, über die bislang überhaupt nicht geschrieben wurde. Fontane hat einen großen Bogen um die Region gemacht. Es gibt außer in Lieberose auch kein Schloss, das es für ihn quasi wert gewesen wäre, dorthin zu reisen. Also eine Region im toten Winkel der Geschichte und auch im toten Winkel der literarischen Beschreibungen. Aber für einen Autor ist es natürlich dann auch eine Einladung, selbsttätig zu werden. Genau. Und sieh dich um. Das ist ja ein Kunstwortumfang, das wirklich zusammengeschrieben wird in einem Wort. Und im Grunde genommen hast du in deinem Buch auch gefordert, dass du die Sinne schärfen möchtest. Die Sinne schärfen, indem man sich umsieht sozusagen. Und machst du das so wie mit deinen alten Büchern, den ehemaligen Büchern mit dem Fahrrad, indem du da wochenlang rumfährst? Oder sind das eher so punktuelle Stippvisiten? Das sind punktuelle Stippvisiten. Ich bin aber natürlich permanent unterwegs, wenn ich dort bin in der Region. Und vor allem bin ich aber auch im Gespräch mit den Menschen vor Ort. Ich habe es leicht im Vergleich zu anderen, die aus Berlin nach Brandenburg ziehen, weil meine Frau als Naturparkleiterin ja auch bekannt ist. Und das öffnet mir dann auch viele Türen für Gespräche, wo die Leute vielleicht sonst auf eine E-Mail oder einen Anruf skeptisch reagieren würden. Ich bin dort vor Ort Herr Naturparkleiterin und das macht es mir tatsächlich einfach. Und ich versuche auch, die Landschaft im Dialog mit den Menschen zu begreifen, weil die ihre eigenen Geschichten haben. Die wissen unglaublich viel auch über die Geschichte und dieses Wissen ist Teil der Landschaftsbeschreibung. Ich nehme es und verarbeite es auch, aber ohne es sozusagen von oben herab zu betrachten. Es ist also der Versuch tatsächlich auch mit den Menschen auf Augenhöhe, mit ihnen zusammen auch die Landschaft zu erkunden und mich umzusehen. Also das Buch hat ein Ich, es ist aber ein sehr leises Ich. Das ist ein Ich, das sich umsieht und in Dialog mit den Menschen und mit der Landschaft tritt. Jetzt ist das Buch Sieh dich um ja nicht ein klassischer Reiseführer, sondern es ist viel mehr. Es geht wirklich in die Tiefe. Und du hast so ein Signalwort genutzt, Schwellenzeiten.
Und das finde ich sehr prägend für das gesamte Buch im Grunde genommen, sowohl im räumlichen Sinne, als auch im ökologischen Sinne, als auch im politisch-demokratischen Sinne. Und wo stehst du denn in der Region? Oder wo steht die Region heute zum Beispiel auch im Austausch zwischen der Metropole Berlin und dem Land Brandenburg? Und wo ist da die Wertschöpfung oder auch die Wertigkeit, die du Na, die findest? Schwellenzeit ist erstmal ein Begriff, der auf der Hand liegt, wenn man die Zeit um 1800 betrachtet, die unglaublich wichtig ist für die Region. Eines der Merkmale, die sich von Beeskow bis Frankfurt-Oder zieht und durch die ganze Region, ist der Wald. Und der Wald um 1800 ist weitgehend abgeholzt. Nur in Sehdichum selbst, im Schlaubetal, gibt es noch nennenswerte Mischwaldbestände, weil die Mönche des Klosters Neuzelle dort jagen wollten. Das ist auch der Grund, weshalb das Jagdhaus in Sehdichum entstanden ist. Der Name ist dann auch ab 1753 verbürgt. Und auf der einen Seite war der Wald weg. Und gleichzeitig ist der Wald in der Romantik mythologisiert worden. Also eine Zeit, in der man am Alten festhält, an den deutschen Wäldern, den deutschen Eichen, während das Alte aber schon vergangen ist und das Neue sich noch nicht zeigt. Das ist für mich das, was ich mit diesem Begriff Schwellenzeit beschreibe. Und den Wald, den wir heute kennen, der ist im 19. Jahrhundert aufgeforstet worden, in der preußischen Zeit. 1815 ist auch die Niederlausitz zu Preußen gekommen. Da begann dann das große Aufforsten. Das ist der Wald, den wir heute kennen. Und der ist möglich geworden, weil die Kohle das Holz als wichtigsten Energieträger abgelöst hat. Und heute sind wir in einer Zeit, in der die Windkraft zum Beispiel die Kohle als Energieträger ablöst. Und so wie man sich in dieser Schwellenzeit damals vielleicht auch erstmal gewöhnen musste, und manche müssen sich heute noch dran gewöhnen an die großen Kiefernschonungen, so muss man sich heute vielleicht auch dran gewöhnen, dass auch das ein oder andere Windrad in das Bild der Landschaft gehört, weil die Windenergie, wenn die Voraussetzung dafür ist, mit der Kohleverstromung aufzuhören, ist dann auch tatsächlich ein Waldretter. Also wir haben ja das Gefühl, raus aus der Stadt ist ja ein neues Bedürfnis. Naja, vor allem nach Corona, ne? Vor Das allen Dingen haben wir das. auch erlebt. Also so viele Touristen wie Ja. im vergangenen Sommer waren in den Jahren davor nicht, nie. Ich habe jetzt noch zwei kurze Fragen. Das eine ist, wo fahre ich als Berliner oder Berlinerin eigentlich am, wo starte ich? Und dann ganz, ganz spannend in dem Buch, wie komme ich in die Wüste? ich hoffe, da steckt nicht die Frage dahinter. Das ist doch sowieso alles Wüste in Brandenburg. Nein. Ist es nämlich überhaupt nicht. Na, du startest am besten mit dem Auto oder mit dem Zug und fährst bis Milrose. Das ist ganz einfach. Auch mit dem Zug. Man fährt mit dem RE1 nach Frankfurt, steigt dort in die Regionalbahn 36 Richtung Königs Wusterhausen und nach 20 Minuten ist man von Frankfurt in Milrose. Milrose ist das Tor zum Schlaubetal und es bietet sich tatsächlich an, das Schlaubetal von Norden her zu erkunden. Der Klassiker ist der Schlaubetal-Wanderweg, 25 Kilometer lang, führt bis zum Virchensee. Dort entspringt die Schlaube, die fließt in Süd-Nord-Richtung. Da geht man dann baden. Da kann man baden gehen, man kann auch im Treppelsee baden gehen, man kann vor allem auch in Milrosa, am großen Milroser See, baden gehen. Es gibt dort auch tolle Hotels, tolle Restaurants. Es ist keine Wüste, auch keine kulinarische. Und es gibt im Sommer auch einen Ausflugsbus, der einem vom Bahnhof Jakobsdorf am RE1 tatsächlich auch an die verschiedenen Punkte des Schlaubetal-Wanderwegs bringt, sodass man mit dem Bus zum Beispiel in den Süden fahren kann und dann nach Norden hochwandern kann und von Milrose dann wieder nach Berlin zurückkommen kann. Aber es gibt eine Wüste. Es gibt eine Wüste, es gibt zwei Heiden, es gibt die Reicherskreuzer Heide und es gibt die Lieberoser Heide. Die Reicherskreuzer Heide ist eine offene Landschaft, die soll auch offen gehalten werden, weil das als Landschaft dann auch ein Lebensraum für bestimmte Arten ist. Und die Lieberoser Heide, das ist was ganz Aufregendes, die ist derzeit eine Wüste, weil dort der größte Truppenübungsplatz der DDR existiert hat für die Gruppe sowjetischer Streitkräfte. Das ist wirklich Sand und
wird aber nicht lange so bleiben, weil das ist ein Wildnisprojekt und man soll auf dieser Wüste dem Wachsen der Urwälder von morgen zuschauen können, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, du hast einen wunderschönen Flecken entdeckt und lebst ihn auch in dieser Kulturlandschaft. Vielen Dank für den Besuch, Uwe. Und das Buch ist einfach so kurzweilig zu lesen. Ich empfehle es allen, die sollen es kaufen und lesen und sich erfreuen. Vielen Dank. Ich danke dir.